Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder mit Kampfparty Magma Arena. Ich denke mal, wir werden das nicht in dieser Folge auf 100% schaffen. Das mache ich dann wieder offscreen. Mein Ziel ist es einfach nur, dieses Level zu schaffen. Howie Zoe, was darf es sein? Ja. Dass ich das Level bestehe. So. Wie gesagt, 100% mache ich offscreen. Hauptsache, wir kriegen die Wunderblume. Autschi. So. Aua. Ja. Das war geplant. Etwas sowas von geplant, so. Ah, Mist. Oh, komm. Mist. Mist. Wunderbar. So, easy peasy. Okay, wie lang darf die Zeit denn sein? 400. Okay. Okay. 100% mache ich offscreen. Hauptsache, wir haben die Münze. Die Blume. Dann fehlt mir jetzt nur noch. Das Boss-Level. Lass der Magma tiefen. Oh Mist, die Buku. Also, die Spezialwelten werde ich auch machen. War überhaupt nicht knapp. Kann ich die nicht wegmachen? Doch, kann ich.
Wunderbar. Und Checkpoint. Richtig und wichtig. So, ich muss irgendwie da rein. Das war easy peasy. Okay, ich darf trotzdem nicht da rein. Okay, das kann ich ja vorher nicht wissen. Ich kann keinen Schaden nehmen. Oh, no. Ich komme mit diesem Bubble-Ding nicht zurecht, ne? Also. Ach komm schon. Ich hab was im Auge. Eine Sekunde. Oh, ich hab was im Auge. Ah, es tut weh. Es tut gerade weh. So. Oh, das war mies. Aber ich habe ja noch genug Leben. Nee. Aber das mit der Blume zählt doch jetzt als eingesammelt, ne? Ja. Wir reden nicht darüber. Hey, warum mache ich jetzt gerade solche Fehler? Guck mal, jetzt hält er sich zum Beispiel nicht fest. On. Ey, komm. Das war jetzt nicht fair.
100 Jahre später. Wollte schon gerade sagen. Ey, come on. Das war jetzt echt unfair. Ich hab's nur noch ein Leben. Nee, oh Mann, ich hasse dort. Okay, ich glaube, ich schaffe mehr Level heute nicht. Oh, ey, Alter. Jetzt Konzentration. Ja, komm schon, ich habe es gleich. Halleluja. Bitte Checkpoint. Ein Checkpoint. Oh Gott, oh Gott. Vom Bosskampf? Ja, nice. Ich habe jetzt keine Lust mehr mit euch zu spielen. Das ist nämlich langweilig. Papas großes böses Wunder ist viel aufregender. Darum lasse ich nicht zu, dass ihr ihm in die Quere kommt. Na warte. Super Move. Ach Mist. Mist, ich dachte, ich könnte auf den drauf fallen. Moment. Oh.
Oh, 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 oh. So, und jetzt? Hier war eine Mütze. So. Ich würde mal sagen, das war jetzt dann doch beim zweiten Durchlauf einfacher. Letzte Königssam. Und so befreiten Mario und der Prinz die Magmatiefen. Alle Königssamen gehören nun ihnen und bald stellen sie sich der letzten Herausforderung ihres Abenteuers. Wird es ihnen gelingen, Bowsers finstere Pläne zu vereiteln? Können sie das Blumenkönigreich und die ganze Welt retten? Das und noch viel mehr Versprecher erfahrt ihr demnächst. So. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Wundersamen in den Magmatiefen gefunden. Zur Belohnung erhältst du 100 Blumenmünzen. Zeit, dass wir zu den Blüteninseln zurückkehren. Hier ist es furchtbar heiß. Gib Acht, dass du dich auf dem Weg nicht irgendwo verbrennst. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Los, wir müssen zu Bowser. Was war das denn? Irgendwas stimmt hier nicht. Boah. Boah. Zu spät. Meine Vorbereitungen für das riesige, nein, das gigantische Wunder sind bereits abgeschlossen. Na, seid ihr gespannt, was da auf euch zukommt? Ich gebe euch einen kleinen Vorgeschmack. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich so großzügig bin. Ihr müsst nur den Mut aufbringen, zu meinem Schloss zu kommen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mir gefällt nicht, wie sicher Bowser sich seiner Sache ist. Es wäre schon zu spät, um ihn aufzuhalten. Aber ich wette, es ist noch möglich. Auf zum Schloss! Auch zum Schloss. Das Blumenschloss. Boss hat es noch monströser verzerrt, als ich befürchtet hatte. Sieh an, wer da ist. Wir müssen ja wirklich gespannt sein auf das gigantische, nein, das epische Wunder, das ich hier vorbereite. Etwas gedulden müsst ihr euch allerdings noch.
Perfektion braucht seine Zeit. Wie wäre es, wenn ihr euch bis dahin mit dem Vorprogramm amüsiert, das meine Armee vorbereitet hat? Das ist dann also euer Einsatz, Torpedo-Kugelblitz. Zeigt ihnen, wie böse eine gute Show werden kann.